Sag ich dir doch. Ich habe aber vorher was gehört. Vielleicht die Katze vom Nachbarn. Es ist schon halb zehn. Stell dir vor, dein Mann überrascht uns. Der kommt Punkt 11, mein kleiner Drücker. Und keine Sekunde vorher. Er ist ein Pedant. Was ist denn schon wieder? Ich weiß nicht, so ein komisches Gefühl. Steckst mich richtig an mit deinem komischen Gefühl. Wir hätten noch eine Stunde. Du kannst die Uhr nach ihm stellen. Ich bin hundemüde. Hier. Sein Stundenplan für die folgende Woche. Ich hab's dir aufgeschrieben. Das ist sein Kursus für die Volkshochschule. Rot nachmittags, blau abends. Und grün, das sind seine Privatschüler. Hier, Sonntagabend, Fräulein Spurgenhausen, italienisch von 8 bis 10. Und wenn Fräulein Speidel mal krank wird? Dann ruft sie eben vorher an. Komm, sei vernünftig. Ich hab morgen wieder einen harten Tag. Was ist jetzt los? Treppe, die macht man noch fertig. Guten Abend, Herr Basinski. Guten Abend, Harry. War was für mich? Ja, Besuch war da. Hat über eine Stunde auf dir gewartet und ist dann wieder ab. Jeder mit einer Stinkwut im Bauch. Auf mich? Die anderen sind noch drüben, was? Ja, bloß vier. Die meisten sind noch auf Achse. Nicht viel Betrieb heute, Gott sei Dank. Der Josef, der hat mal einen Stich gelassen. Und der Chefin, die ist noch bei ihrer Mutti in Jarmisch. Ja, trinkst du noch einen mit? Nein, nein, ich gehe jetzt schlafen, Herr Basinski. Die zwei schreiben Sie mir auf, ja? Ja, schön. Gute Nacht. Gute Nacht, Harry. Und wo bleibt er? Gleich auf sein Zimmer hier, Junge. Typisch. Ja, komm, mach schon, wir verdursten ja hier. Ja, hoffentlich. Hat jemand mehr als gerade Hand? Schon wieder ein Umspiel. Wer kommt raus? Immer der, der fragt. Wer war's denn mit Herzdame? Entschuldige, Liebling. Ich wollte ganz leise sein.
Das kommt dabei heraus. Es ist nach 12. Ja. Ich war im Englischen Garten. Eine sternenklare Nacht. Ganz selten in dieser Jahreszeit. Alleine oder mit Fräulein Speidel? Hast du ihr die Venus gezeigt? Erzähl doch. Ich bitte dich, lass das. Ich habe einen schweren Tag hinter mir. Sinn. Hm? Er schläft doch schon längst. Wer spricht denn? Ach du, Benno. Ja, von wo? Hauptbahnhof. Ja, nimm da doch ein Taxi, Mensch. Ja. Ja, von mir aus. Morgen. Benno, da meldet sich keiner. Oben ist er bestimmt, aber der will eben nicht. Ja, nun mach mal halblang, Kleiner. Na ja, also gut, weil du es bist. Doch ein Taxi nehmen. Hältst du mal die Lupe? Mhm. So. So. Hast du eine Schraube verloren? Du, Erwin. Soll ich sie nicht doch lieber zum Uhrmacher bringen? Aha. Was heißt aha? Kein Vertrauen zu mir. Ach, Vertrauen, sei doch nicht so albern. Ich will dir doch nur helfen. Halt die Lupe. Mein liebes Kind, ich habe in meinem Leben schon einige Uhren repariert. Sein. Jetzt weiß ich, wo die Schraube hingehört. Halb eins, also das kann nicht für mich sein. Vielleicht ist deiner Mutter was. Meiner Mutter geht's gut. Gutti. Ja, ist bei mir. Hotelpension Zinn in Pullach. Mocht an einem. An einem was? An einem Drücker? Gib mal her, bitte. Ja, Gerd. Wo bist du? Was ist da? Nein, fahr mal raus. Ich nehme ein Taxi, ja? Ja, bis gleich. Was soll ich jetzt mit diesem ganzen Kram hier? Bitte lass das alles so liegen, ja? Lass alles so liegen, sei so lieb, ja? Ich muss erst sehen, wem die Stunde schlug.
mit dem Taxi. Mhm. Wer ist der Tote? Ein Harry Saalbach. 22 Jahre alt. Mordwaffe, eine volle Bierflasche. Alle Fingerspuren sind nachträglich abgewischt worden. Guten Abend, Herr Köster. Herr Doktor. Schädelbasisbruch. Muss nicht die Todesursache gewesen sein. Er dürfte am Blut erstickt sein. Wann ist die Tatzeit? Ja, das wissen wir nicht genau. Zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht. Auf Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Doktor. Ist das auch ein Vertreter? Ja, ein Zeitschriftenwerber. Kolonne wohnt seit 3 Wochen hier. Das ist übrigens sein Wagen. Gemietet fürs Wochenende beim Autoverleih Schwab. Was wollen Sie denn hier? Halt, 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 halt. Wissen Sie nicht durch? Ich will nicht. Gehören Sie zu der Werbekolonne? Ja, ich gehöre dazu. Was ist mit Harry? Wer sind Sie überhaupt? Keiner, Kriminalpolizei. Das ist Herr Hauptkommissar Köster. Angenehm. Ja. Ich wohne mit Harry zusammen. Ich habe mit ihm dasselbe Zimmer. Harry ist mein bester Freund. Was ist denn mit ihm passiert? Woher wissen Sie denn, dass mit Harry was passiert ist? Ich habe angerufen vom Hauptbahnhof, kurz nach Mitternacht. Ich komme aus Salzburg, ich war da im Wochenendurlaub. Meine Schwester ist da verheiratet. Ich habe nicht mehr genug Geld fürs Taxi und da habe ich hier angerufen. Harry sollte mich abholen. Der Basinski war am Apparat. Erst hat er gesagt, Harry hebt nicht ab und dann auf einmal, er ist tot. Sieh meine 11 Mark. Legst du das mal aus, die 11 Mark, ja? Kommen Sie, wir gehen mal darüber, ja? Kommen Sie. 11 Mark, ja. Da krieg ich aber Quittung, gell? Ja, der ist tot. Erschlagen mit einer Bierflasche. War Ihr bester Freund? Wie lange schon? September werden es 4 Jahre. Ja? Haben Sie ihn in der Vertreterkolonne kennengelernt? Nein, das machen wir erst seit 8 Monaten. Und was haben Sie vorher gemacht? Muss ich das sagen? Kein Mensch muss müssen. Sie können die Aussage verweigern, wenn Sie glauben, dass Ihnen... Herr Kommissar, Sie verstehen mich völlig falsch. Ich schwöre Ihnen, ich werde alles tun. Ich will Ihnen ja helfen, den Mörder zu finden. Das ist nur... Kennengelernt haben wir uns nämlich... Im Knast. Das wissen Sie schon? Ja, das ließ sich unschwer raushören. Eine Jugendstrafe. Ja, ja. Ich gebe Ihnen das nachher gleich zurück, meine Kollegen, die... Sie sitzen in der Gastwirtschaft. Wenn Sie sich bitte dazusetzen und auf uns warten wollen. Ja. So, mein Chef kommt gleich. Vor den Einzelgesprächen brauche ich jetzt noch mal Ihren Namen, bitte. Sie sind der Gruppenleiter, ja? Ja, Klaus Obernick ist mein Name. Das sind meine Mitarbeiter. Arno Feist, Horst Klaassen und Peter Rutzmoser. Und das da drüben ist Benno Flade. Ja, wir kennen uns schon. Sind das jetzt alle? Nein, wir sind 11 insgesamt. Aber die anderen kommen erst morgen früh aus dem Wochenendurlaub. Ist das der Tisch, an dem Sie Karten gespielt haben? Ja, von 8 bis 11:30. Aber ich glaube, da war der Harry doch schon tot, oder nicht? Finden Sie das so komisch? Ach, das ist reine Nervensache bei Ihnen, Herr Heimann. Natürlich. Reine Nervensache. Von Schadenfreude keine Spur. Jetzt mach aber mal halblang, Flade. Jetzt gib doch wenigstens zu, dass ihr ihn alle gehasst habt. Weil er der Beste war. Der Cleverste. Und der Erfolgreichste. Dafür bist du unsere größte Niete. Ausgerechnet du, Bauernlackel, musst es zu mir sagen. Jetzt holst du aber den Maid! Sonst fangst du... Moment. Ich glaube, wir fangen doch lieber mit den Einzelgesprächen an. Warum denn? Ist doch sehr nett, so ein Männerchor. Da erübrigt sich doch die Frage nach dem Betriebsklima. Machen Sie sich um unser Betriebsklima keine Sorgen. Das ist völlig in Ordnung, Herr. Köster, sind Sie der Boss? Ja, ich bin der Gruppenleiter, Obernick. Klaus Obernick. Ich glaube, Sie haben da einen völlig falschen Eindruck, Herr Köster. Ja? Wissen Sie, wir Zeitschriftenwerber oder Drücker, wie Sie uns zu nennen pflegen, wir haben bestimmt keinen leichten Beruf. Sicher gibt es da manchmal Rivalitäten. Aber wo gibt's sie nicht in der heutigen Leistungsgesellschaft? Aber sonst, wir ziehen doch hier alle am gleichen Strang. Wir sind eine Mannschaft. Eine Mannschaft von 11 Profis. Ja. Und Ihr Mittelstürmer, der ist jetzt tot. Erschlagen. Euer bester Mann, wie ich gehört habe. Harry war der Beste. Ja, das stimmt. Der war ein Naturtalent. Wissen Sie, der hatte mehr Menschenkenntnis als 10 Diplompsychologen zusammen. Wenn der irgendwo drückte und jemand aufmachte, dann sah der mit einem Blick, welche Masche.
welche Verkaufsstrategie fällig war. Wer hat ihn zuletzt lebend gesehen? Ich. Das war so gegen 10. Sind Sie auch ein Drücker? Nee. Bin hier für das Hotel zuständig. Basinski mein Name. War gerade im Keller und hab da einen Kasten Bier aufgeholt. Und dann kam er nach Hause durch den Hintereingang. Da hat er noch 2 Flaschen mit aufs Zimmer genommen. Wussten das die Kollegen? Ja, wir wussten es. Herr Basinski kam mit einem Kasten Bier rauf und sagte, der Harry ist eben gekommen. Es war genau 8:08. Wir haben hier am Tisch gesessen und Skat gespielt, so bis 11:30. Skat? Zu viert? Ja, zu viert. Ja, da war doch in jedem Spiel einer für 5 Minuten frei und in der Lage, den Raum zu verlassen. Na, hören Sie mal, ich verstehe wohl nicht ganz. Hat jemand von Ihnen den Raum verlassen in der Zeit von 10:08 bis 11:30? Ja oder nein? Auf dem Klo ist jeder mal gewesen. Ja, und das Klo ist direkt neben der Treppe, die nach oben führt. Hören Sie, ich muss Sie noch mal mit NATO drauf. Hört doch mal endlich auf mit eurem Kokolores. Ihr quasselt und quasselt hier über eure Psychologie und eure Skatpausen. Und der wirkliche Mörder, der in seinen Vorsprung wird immer größer. Kennen Sie ihn denn? Klar. Doch dann drüben an den Tisch gesessen, über eine Stunde. Gerd, machst du mal weiter? Ja. Herr Basinski, so, erzähl uns mal, was lief denn so? Ja, hier. Straße. Ach, hier, da hat er gesessen. Ja, und schön. 454. Und 2 Korn hat er getrunken. Und er stinkt gut auf den Harry ab. Weil er angeblich seine alte Mama aufs Kreuz gelegt haben soll. Wegen Lexikon. Wir wollten unbedingt sprechen, den Harry. Heute noch, weil er morgen wieder raus muss zur Autobahn. Frankfurt-Köln. Da wohnt er nämlich auch in einer Baracke. Ich glaube, der ist wohl Kranführer oder sowas, nicht? Naja, aber der Harry war ja nur leider nicht da. Und als er dann endlich nach Hause kam, da war der Kerl plötzlich wieder verschwunden. Danke. Naja, Geld, das lag neben den leeren Gläsern auf dem Tisch. Wann war denn das? Ja, so 9:45. Knappe halbe Stunde, bevor Harry nach Hause gekommen ist. Haben Sie den Mann später noch mal gesehen? Oh, kann schon sein. Was heißt, kann schon sein? Na, das heißt, ich kann das nicht beschwören. Beschwören brauchen Sie nicht gleich. Erzählen Sie mal, wie es war. Tja, also ich war nur in der Küche, das war so gegen 11. Die vom Skatisch, die wollten noch 4 Buletten, nicht? Na, und plötzlich, da poltert einer die Treppe runter. Und du brauchst aus der Küche und... Moment, würden Sie mir das mal zeigen? Komm mal raus, gell? Wissen Sie, ja. Zwei. Bestatten? Ja, bitte schön. Na, kommst du mal mit, Herr Kommissar. Also. Ich nehme den Teller mit den 4 Buletten, wa? Kehre um das Poltern und nur raus aus der Küche. Und will nachsehen. Aber das ist ja schon raus durch die Hintertür, wa? Ich renne nach und sehe noch, wie er sich in seinen Wagen schmeißt und mit Vollgas abhaut. Na, ich denke mir, das ist doch der Kerl, aber naja, beschweren kann ich das nicht, Herr Kommissar. Wenn man so plötzlich aus der hellen Küche rauskommt auf den dunklen Parkplatz, dann ist man auf einmal wie blind. Wa? Ja, und da haben Sie die Autonummer auch nicht erkannt. Ja, also leider auch Fehlanzeige, Herr Kommissar. Herr Flade? Ja? Wie lange bleiben Sie hier noch? So circa 2 bis 3 Herr Flade, hat Ihr Freund auch mal einen Ärger gehabt mit der Kundschaft? Nein, wir ziehen noch einmal um. Was heißt Ärger? Ja, hier war heute Abend ein Mann, der ihn unbedingt sprechen wollte, mit einer Mordswut im Bauch. Harry hat seiner Mutter wohl ein Lexikon für... Was ist denn? Nichts. Es ist nur, wir dürfen eigentlich keine Nebengeschäfte machen. Ja, aber... Aber? Harry war ja auch nie richtig ausgelastet. Und da hatte so einiges nebenher auch für einen Lexikonvertrieb. Und der Urbanek darf das nicht wissen? Nein. Aber mit Ihnen hat Harry schon über solche Nebengeschäfte gesprochen. Mit mir hat Harry über alles gesprochen. Wir waren Freunde, Herr Kommissar. Ja. Und wissen Sie denn vielleicht von der alten Frau, der ein Lexikon verkauft hat für teures Geld? Der Sohn ist Kranführer.
Vor 2 Wochen. Das Ding haben wir zusammen gefeiert. 25 Bände, 2700 Mark. Ganz schön fette Provision, was? Wer ist denn die Frau, Bewohnerin? Tja, ich weiß nicht den Namen und die Adresse von der Frau. Aber das Haus, das würde ich sofort wiederfinden. Und jetzt noch mal rechts. Sie kennen sich aber gut aus hier. Wenn man Haus für Haus abklappert, lernt man eine Gegend gründlich kennen. Langsamer. Da vorne, nur noch mal rechts. So hier. Da links, das kleine mit dem spitzen Dach. Da brennt ja noch Licht. Sind Sie auch ganz sicher? Es ist jetzt 4 Uhr früh. Wenn man auf den Falschen rausklingelt, dann kriegen wir einen Mordskarneval. Nee, das ist das Haus. Auf mein Gedächtnis kann ich mich verlassen. Na, dann wollen wir mal. Was machen wir denn mit unserem Lotsen? Wollen Sie nach Hause gehen, zu Fuß? Oder wollen Sie warten? Es ist ja spät. Ich würde sehr gern warten, Herr Hauptkommissar. Ich möchte ja wissen, wie es ausgeht. Das kann aber länger dauern. Soll ich Ihnen nicht doch ein Taxi rufen? Nein, danke. Ich habe Zeit. Danach? Ja, wenn es um die Aufklärung eines Mordes geht, ja. Was für ein Mord? Na, vielleicht ist es auch nur Totschlag, womöglich im Affekt. Oder Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist ein großer Unterschied, Herr Steiger, auch beim Strafmaß. Ach, und das ist das bewusste Lexikon. Welches Lexikon? Oh, Entschuldigung. Soll ich mal reinschauen? Dass Ihre Frau Mutter vor 2 Wochen verkauft worden ist. Verkauft, untergejubelt, angedreht mit 1000 faulen Tricks der alten Dame von 76. Ich kann Ihren Ärger vollkommen verstehen, Herr Steiger. Frühstücken Sie immer so zeitig? Ich muss um 4:30 Uhr losfahren. Um 8 Uhr fängt die Schicht an. Autobahn Frankfurt-Köln. Bin bloß für ein Wochenende hergekommen. Können wir uns ein bisschen setzen, Herr Steiger? Was willst du denn hier, Mama? Geh doch wieder ins Bett. Ich kann nicht schlafen. Warum trinkst denn du morgens schon kaltes Bier? Ich koch dir Kaffee. Wer sind denn die Herren? Wir sind von der Kriminalpolizei, Frau Steiger. Mein Name ist Köster und das ist mein Kollege Heimann. Kriminalpolizei? Warum setzen Sie sich nicht? Oh, danke. Möchten Sie auch einen Kaffee? Mama, hör mal. Ja, das sagen wir aber nicht. Nein, Frau Steiger. Sie haben das Lexikon vor 2 Wochen gekauft. Ja, ein Sonderangebot. Sehr günstige Ratenzahlung. Oh, Entschuldigung. Mein verstorbener Mann hat immer gesagt, Wissen ist Macht. Und wer so ein Lexikon besitzt... Halt den Mund, Mama. Ja. Mein Sohn ist böse mit mir. Immer kauft sie irgendwelchen Blödsinn, wenn ich mal einen Monat nicht hier bin. Egal, was es kostet. Und immer an der Haustür. Ein paar Mal habe ich die Sache rückgängig gemacht. Da war die Frist zum Einspruch noch nicht abgelaufen. Aber diesmal bin ich zu spät gekommen. Aber Max... Sie kriegt 890 Mark Rente. Und zahlt über 600 für irgendwelche monatliche Ratenzahlungen. Da soll einem nicht der Kragen platzen? Aber das sind doch lauter nützliche Sachen, Max. Für die Gesundheit und für den Geist. So ein großes Lexikon, da findest du alles drin, was so Mama, wirklich... Halt den Mund. Sie hatten also wieder mal Grund, sich zu ärgern, als sie nach Hause kamen. Wann war das? Freitagabend. Ich komme hier rein und sehe das Ding da stehen. Ich denke, mich laus der Affe. Ich habe das Zeug gleich wieder eingepackt. Hab dann den Kaufvertrag studiert. Der Verkäufer ist Harry Saalbach. Ich hab dann versucht, mit der Firma zu telefonieren, aber da meldete sich keiner. Nur so automatische Sprüche. Weiter? Und gestern Abend habe ich am
Gartenzaun mit dem Nachbar gesprochen. Das ist unser Postbote hier. Ich habe ihm die Geschichte mit dem Lexikon erzählt und da sagt er mir, dass er die Werbekolonne kennt. Sie wohnt seit 3 Wochen im Hotel Zinn. Das sind Sie also dann hingefahren, um den Verkäufer zur Rede zu stellen, nicht wahr? Stimmt. Zimmer 7. Aber der war nicht zu Hause. Ich habe dann über eine Stunde in der Kneipe gewartet, die zum Hotel gehört. Und dann habe ich die Geduld verloren und bin nach Hause gefahren. Das ist alles? Ja. Wann sind Sie nach Hause gekommen? Wann? So. Gegen 10. Kann das Ihre Mutter bestätigen? Lassen Sie doch meine Mutter aus dem Spiel. Die hat im Wohnzimmer ferngesehen. Da sitzt sie jeden Abend. Da schläft sie mal allein, dann wacht sie wieder auf. Die kümmert sich nicht um die Uhr. Soll das heißen, Sie haben also keinen Zeugen für Ihr Alibi? Was heißt Alibi? Siehst du, Max, das meine ich ja. Das ist es ja eben. Wissen ist Macht. Wenn man ein Lexikon im Hause hat. Alibaba. Jetzt hör endlich auf, Mama! Also, Herr Steiger, haben Sie nun ein Alibi oder nicht? Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Also keins. Im Gegenteil. Was heißt im Gegenteil? Im Gegenteil heißt, ich kann beweisen, durch Zeugenaussagen beweisen, dass Sie nachts um 11 Uhr eine Treppe runtergegangen sind, die vom Hotelzimmer eines Erschlagenen zum Hotelparkplatz führt. Was sagen Sie nun? Ich verstehe kein Wort. Sie verstehen mich sehr gut. Warum haben Sie an der Tatwaffe die Fingerspuren abgewischt? Ich habe die Flasche überhaupt nicht angefasst. Die Flasche? Was denn für eine Flasche, Max? Woher wissen Sie, dass Harry Saalbach mit einer Flasche erschlagen worden ist? Herr Steiger, Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte ziehen Sie sich an und kommen Sie mit. Vernünftig. Mach sich nicht unglücklich, Junge. Ihre Mutter hat doch recht. Kommen Sie mit. Ausgeschlossen. Ich muss um 8 auf der Baustelle sein. Ich bin Kranführer. Seien Sie vernünftig. Kommen Sie mit in mein Büro, da werden wir in Ruhe über alles reden. Nicht. Wir brauchen keine Handschellen. Herr Steiger kommt freiwillig mit. Ich war's nicht. Ihr verwechselt mich. Ich hab doch nur... Was haben Sie nur? Ich sag kein Wort mehr. Das ist Ihr gutes Recht. Und der Kaffee? Vielen Dank, Frau Steiger. Junger Mann, mein Max, da tut du nichts Unrechtes, das können Sie mir glauben. Sicher, Frau Steiger. Ja, wann kommt er denn wieder? Ich weiß nicht, das entscheidet der Ermittlungsrichter. Wer? Der Ermittlungsrichter. Wiedersehen, Frau Steiger. Es tut mir sehr leid. Look.
Guten Morgen, Herr Direktor. Oh, entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht stören. Büroschlaf ist der gesündeste. Warum sind Sie denn schon so früh auf? Meine Frau hat die Maler bestellt. Da bin ich bei Zeiten geflüchtet. Natürlich bin ich auch neugierig. Na, wie weit sind Sie mit Ihrem Drücker? Naja, es kann sein, dass wir den Täter schon haben. Es kann sein, auch nicht. Hm. Aber dann wird's kompliziert. Sehr kompliziert. Warum? Also das hier ist die Hotelpension Zinn in Pullach. Mhm. Das ist ein Altbau. 12 Gästezimmer im ersten und zweiten Stock, daneben die Privaträume. Im Erdgeschoss Rezeption, Küche, Toilette, Durchgang zur Kneipe. Und hier der Hinterausgang zum Parkplatz. Der ist bis Mitternacht offen. Hinz und Kunz kann da nach Belieben rein und raus. Auch dieser Steiger, den Sie festgenommen haben? Ja, der auch. Was ist das für ein Typ? Untersetzter Mann, sehr kräftig, cholerisch. Empörter Sohn einer alten Frau, die von Saalbach ein Lexikon gekauft hat. Nutzlose Ausgabe, sagt der Sohn. Wissen ist Macht, sagt die Mutter. Er war vor der Tat in der Gaststube und dann, wo ist denn das Ding? Moment. Ah, hier. Und dann war er später auch im Zimmer von Saalbach, im Mordzimmer. Er lügt, aber so dumm, dass es fast schon wieder für ihn spricht. Guten Morgen. Morgen. Das klingt aber nicht sehr fröhlich, Herr Heimann. Keine Neuigkeiten, keine Fortschritte. Ich habe die Berichte vom Arzt und vom Erkennungsdienst. Ist aber leider nichts dabei. Heimann, erstes Kommissariat. Moment, ich sag's ihm. Steiger macht Radau in der Zelle, will Sie noch mal sprechen. Reinen Tisch machen, sagt er. Na dann her mit ihm. Hallo? Ich hol ihn gleich. Ich will nicht länger stören. Aber Sie stören doch gar nicht, Herr Direktor. Bleiben Sie so ein bisschen hier. Wiedersehen. Immerhin die Todeszeit, spätestens 22.30 Uhr. Ach, da ist noch was. Das hat in der Brusttasche von Saalbachs Jacke gesteckt. Das sieht aus wie ein Stundenplan. Aber wozu? Die vom ED können auch nichts damit anfangen. Da stehen noch eine Menge Namen drauf. Nimm doch mal ein Telefon, sieh mal nach, was das für Leute sind. Das kann aber Stunden dauern. Das ist ja auch ein Stundenplan. Wie wäre es, wenn wir noch mal seinen Freund fragen? Vielleicht geht's dann wieder ganz schnell. Du, das ist eine gute Idee. Fahr doch gleich raus zu ihm, bevor die Vertreter ausschwärmen. Ich rufe ihn inzwischen hier an. Hast du die Nummer? Ja, hier. Bleib nicht hängen. Also, wir übernehmen die Wagnerstraße. Die mache ich. Die rechte Seite. Wer macht die linke? Ja. Links. Ich. Ja, aber nicht so das letzte Mal. Streng dich an. Komm, du weißt ganz genau, was ich mache. Hört doch mal, wenn ich mit euch rede. Was ist denn los? Der Kripo ruft eben an. Der Penoflade möchte hier warten. Wozu? Wir brauchen noch mal deine Hilfe. Komm gleich hier nachher hier fahren, damit du Bescheid wirst, wa? Ich höre. Bleiben. Hey, Flade! Ja? Komm mal her. Na komm schon. Junge, wir sind hier eine Gruppe. Ein Team. Solidarität. Weißt du, was ich meine? Solidarität. In deinem eigenen Interesse. Ich bitte dich, denk an meine Worte, wenn die Bullen dich nachher wieder ausquetschen. Ich pfeife auf eure Belehrungen. Und ich pfeife auf eure Drohungen. Jetzt hör mir mal gut zu! Jetzt hört doch mir mal gut zu! Meine Freundschaft mit Harry ist mir wichtiger als euer Schmus von Solidarität. Fehlt bloß nur, dass wir singen, wir sind 11 Freunde, 11 Brüder. Ach, du bist ja verrückt! Vereint will einmal den anderen doch bloß ausstechen. Am liebsten ausstechen. Pass auf, dass wir dir dein dreckiges Maul stopfen, ja! Lieber Harry, ja? Komm, jetzt auf, Mann! Hört auf, Peter! Du bist entlassen, Flade, fristlos. Mensch, du weißt ja gar nicht, was du sagst, Junge. Können wir mal am Arsch lecken. Los, ab jetzt, wir haben noch was anderes zu tun. Los! Das bestreite ich ja auch gar nicht. Ungefähr eine Stunde habe ich in der Kneipe auf ihn gewartet. Und da kam er angefahren. Er hat den Wagen nicht abgeschlossen.
Also konnte ich nachsehen, ob es auch der richtige ist. Im Handschuhfach lag ein Leihvertrag mit seinem Namen. Und dann sind Sie ihm nachgegangen? Ich wusste vom Wirt, Zimmer 7. Angeklopft, herein. Ja, und dann haben wir uns unterhalten. Unterhalten? Hat mir erzählt, wie schwer sein Beruf ist und wie oft ihm täglich die Türe vor der Nase zugeknallt wird. Und zum Schluss hat er mir beinahe leid getan. Haben Sie nicht verlangt, dass er das Lexikon zurücknimmt? Doch, doch. Aber, ja, ich weiß selber nicht. Er hat geredet und geredet. Ja, aber Ihre Mutter ist doch 76. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Dann hat er mir so ein Buch Paragraphen vorgelesen. Unterschrift ist Unterschrift und nur wer verrückt ist, kommt da wieder raus. Ja, da bin ich gegangen. Ohne jeden Streit. Wir haben uns zum Abschied sogar die Hand gegeben. Ich bin dann nach Hause gefahren. Wann waren Sie da? Ja, das war so gegen 22:30. Ich hab dann gegessen. Und auf einmal sehe ich, dass meine Mütze nicht hier ist. Die habe ich bei dem Drücker liegen lassen. Und ohne meine Ledermütze auf dem Kran, da fühle ich mich wie nackt. Da sind Sie zurückgefahren. Ja. Bin wieder raus in mein Auto, nochmal zum Hotel gefahren. Wieder durch den Hintereingang, die Treppe hoch, angeklopft. Keine Antwort. Dabei war drinnen Licht. Ich drück die Klinke runter und mach die Tür auf. Ja, und da sitzt er am Boden. Alles voll Blut. Mund offen, Kopf zur Seite. Ich habe sofort begriffen. Was haben Sie begriffen? Ja, dass der Mann tot ist. Ja. Zwischen den Füßen eine Bierflasche, auch voll Blut. Da habe ich nur meine Mütze vom Stuhl und raus, raus, raus die Treppe runter in mein Auto und ab. So ist es gewesen. Glauben Sie mir. Sie müssen mir glauben. Köster, kommen Sie mal. Ein Protokoll. Warum haben Sie das nicht gleich ausgesagt? Angst? Morgen, Herr Basinski. Moin. Ist der Herr Flade da? Na, der ist oben. Der wohnt jetzt auf 8. Zimmer 7 habt ihr ja versiegelt. Wie lange eigentlich noch? Spätestens morgen können Sie wieder rein. Herein. Guten Morgen, Herr Flade. Guten Morgen. Herr Flade, wir brauchen noch mal dringend Ihre Hilfe. Gern, was kann ich für Sie tun? Sie wollen verreisen? Ich muss wohl. Ich bin fristlos gefeuert worden, ihretwegen. Meinetwegen? Weil ich der Polizei helfe, den Mörder zu finden, ohne Rücksicht auf Gruppensolidarität. Weil mir meine Freundschaft mit Harry wichtiger ist als alles andere. Abreisen, schade. Wann denn? Möglichst bald, nur weg von hier. Entweder nach Salzburg zu meiner Schwester oder zurück nach Hamburg. Leben da Ihre Eltern? Ich habe keine Eltern mehr. Nur noch ein Opa auf Helgoland. Was haben Sie denn da mitgebracht? Das haben wir in Harrys Jacke gefunden. So eine Art Stundenplan. Wir kriegen natürlich raus, zu wem der gehört, nur es kann uns einen Haufen Zeit kosten. Und da dachten wir, dass es mit Ihrer Hilfe vielleicht wieder schneller geht. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Danke. Ich glaube, ich weiß. Ja? Harry hatte da was angefangen mit einer grünen Witwe. Sie heißt Renate Moll. Ihr Mann ist, glaube ich, Lehrer an der Volkshochschule. Wissen Sie die Adresse? Nur die Straße Alpenweg, leider nicht die Nummer, aber... Renate Moll, Alpenweg. Könnte ich mir schon. Vielen Stadtplan. Dank, Herr Flade. Bitte, bitte.
Grüß Gott, sind Sie Frau Moll? Heimann, Kriminalpolizei. Kommen Sie doch bitte rein. Ja, Frau Moll. Bitte, kommen Sie rein. Bitte schön. Ich muss Ihnen da was Unangenehmes sagen. Herr Saalbach ist tot. Erschlagen. Heute Nacht in seinem Hotelzimmer. Das da haben wir bei ihm gefunden. Sie haben ihn gut gekannt. Ja, sehr gut. Seit 14 Tagen. Er hat mich fast täglich besucht. Wann war Herr Saalbach zum letzten Mal hier? Gestern Abend. Wie lange? Bis 21:30. Haben Sie ihm das aufgeschrieben? Ja. Damit er wusste, wann er kommen kann? Ja. Ja, und Ihr Mann, ist er nicht eifersüchtig? Überhaupt nicht. Heute Morgen ist er in die Staatsbibliothek gefahren. Wann ist er gestern nach Hause gekommen? Ach, nach Mitternacht. Dann hat er von Bogenhausen über 2 Stunden gebraucht. Guten Tag. Sie sind Frau Speidel? Ja, Sie wünschen? Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Ich hätte ein paar Fragen. Was denn für Fragen? Harmlose. Darf ich reinkommen? Bitte. Danke. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich möchte Sie nicht lange stören. Sie lernen zurzeit Italienisch. Ja. Bei einem Privatlehrer. Ganz recht. Bei Herrn Oswald Moll. So ist es. Auch gestern Abend zwischen 8 und 10. Sie sagen es. Haben Sie rechtzeitig aufgehört? Nein. Ausnahmsweise etwas früher, so um 9:30. Warum? Weil so ein schöner Sternenhimmel war. Wir waren noch 2 Stunden im Englischen Garten. Herr Moll unterrichtet auch Astronomie. Ja, da wollen Sie damit sagen, dass Sie mit Herrn Moll bis gegen 11:30 zusammen waren? Präzise 11.35 Uhr. Da hat er sich vor meiner Haustür von mir verabschiedet. Aber vielleicht dürfte ich jetzt wissen, was diese Fragen sollen. Ach ja, entschuldigen Sie bitte. Gestern Abend ist ein junger Mann in einem Hotelzimmer erschlagen worden. Und das war ein guter Bekannter von Frau Moll. Wie ist es eigentlich so mit Ihnen? Sind Sie nur Schülerin und Lehrer, Astronomie und Italienisch? Ich begreife nicht ganz, was Sie mit dieser Frage bezwecken. Augenblick mal. Ich glaube, Sie sind vollkommen auf dem Holzweg, Herr... Köster? Ja. Herr Moll, nehme ich an. Ja, ja, ja. Ihre Frau meint ja, Sie sind in der Staatsbibliothek. Reden wir ohne Umschweife, Herr Köster. Das ist eine gute Idee. Bitte. Okay. Olga und ich, ja, wir sind befreundet. Allerdings nicht in der Art, wie Sie vielleicht jetzt denken. Das Körperliche interessiert uns weniger. Was meine Frau treibt, wenn ich nicht zu Hause bin, kümmert mich nicht. Der Tod dieses jungen Mannes tut mir leid. Aber Ihre Vermutung, dass ich ihn aus Eifersucht... einfach absurd. Naja, das ist ja auch durch Ihr Alibi unterm Sternenhimmel widerlegt, nicht? Herr Moll. Ja. Warum haben Sie eigentlich geheiratet? Warum? Ich war 39 Jahre, als ich Sie kennenlernte, vor 7 Jahren. Ich war ein Privatlehrer ohne Zukunft, Existenzangst, Depressionen. Renate war voller Lebenslust. Außerdem hatte sie dieses schöne Haus von ihrem ersten Mann. Ich konnte endlich mal meine Bücher richtig unterbringen. Sie hatten endlich mal einen Bücherschrank, nicht? Ja. Ja,
Ja, dann danke ich Ihnen schön. Bitte lassen Sie sich nicht stören. Ich finde schon aus. Bitte bleiben Sie sitzen, ja? Wiederschauen. Na Jungs, wollt ihr noch ein bisschen Suppe? Nee, nee, vielen Dank, dass ich das Spiel. Wir müssen jetzt ab. Kommt ihr uns los. Das riecht aber gut. Linsen mit Speck und Würstchen. Eine Wonne für 5,80 Mark. Möchten Sie auch? Nein, danke. Ich habe schon in der Stadt gegessen. Haben Sie die Schülerin angetroffen? Ja. Den Lehrer auch. Wie geht denn sowas nun weiter bei Ihnen? Ich meine, was tun Sie als nächstes? Ja, wenn ich das wüsste. Erzählen Sie noch ein bisschen von Ihren Kollegen, sowas. Da. Ex-Kollegen. Ich bin gefeuert worden, als Polizeispitzel nicht mehr tragbar. Was? Das finde ich aber unglaublich. Würde ich mir nicht gefallen lassen. Sie sind doch kein Spitzel, wenn Sie in einem Mordfall aussagen. Tja, Herr Flade will abreisen. Salzburg oder Hamburg. Am liebsten heute noch. Das ist schade. Sie haben uns sehr geholfen. Können Sie nicht noch ein oder zwei Tage zulegen? Tja, ja, wenn Sie unbedingt wollen, ist es nur. Ich wüsste wirklich nicht, was ich Ihnen jetzt noch... Na, haben Sie noch was auf Lage? Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber unser Gruppenleiter. Der Urbanek. Ja, der Urbanek. Der hat diese Renate auch gekannt. Sehr gut sogar. Von früher. Das ist aber interessant. Urbanek, Klaus. Ja, den kenne ich. Und er hat Sie jetzt wieder besucht? Ja. Wann? Vor 8 Tagen, nur auf eine Tasse Tee. Hat er da versucht, alte Erinnerungen aufzufrischen? Er schon, aber ich nicht. Wissen Sie, Herr Köster, ich bin zwar, was man vielleicht eine lustige grüne Witwe nennt, aber ich bin treu. 2 Geschichten gleichzeitig, das ist bei mir nicht drin. Sie haben also Herrn Urbanek abblitzen lassen, Harry Saalbach zuliebe. Wusste das Herr Urbanek? Glaub schon, er hat mal sowas angedeutet, aber... Haben Sie mit Herrn Saalbach über Urbaneks Besuch gesprochen? Auch nur am Rande. Wir hatten Besseres zu tun. Halten Sie Urbanek für fähig aus Eifersucht oder gekränkter Eitelkeit? Mir ist da gerade was eingefallen. Ja. Harry ist gestern Abend 1 Stunde früher gegangen, als wir geplant hatten. Er glaubte nämlich, da ist jemand auf der Veranda, der uns beobachtet. Und Sie, haben Sie auch was bemerkt? Ich weiß nicht, vielleicht war es nur Einbildung. Möglicherweise gibt es Spuren im Garten. Ich schau mal nach. Hier geht's hinaus. Ja. Danke. Würden Sie mir noch ein bisschen was von Harry erzählen? So, wie war er so? Er war voller Leben und voller Fantasie. Und er war ein fantastischer Liebhaber. Und das Tollste war, dass er das gar nicht wusste, bevor er mich kennenlernte. Wie meinen Sie das? Die Geschichte war nicht ganz einfach. Er wollte erst nicht. Er sagte zu mir, er hätte sich noch nie mit Frauen eingelassen. Er amüsiert sich nicht mit Mädchen. Er war eben andersrum. Das hat mich natürlich kolossal gereizt und ich dachte bei mir, diesem Jungen wirst du ganz schnell beweisen, dass er im Irrtum ist. Und das ist Ihnen gelungen? Glänzend. Frau Moll, ich danke Ihnen schön. Sie haben uns sehr geholfen. Darf ich eben mal dahin? Bitte. Gerd! Da sind Fußspuren in dem Kasten da, in dem Beet. Ja, ja, das hat Zeit. Komm mit, komm mit. Mir ist nur eins nicht klar. Urbanek hat doch Karten gespielt, von 8 bis 11:30. Wie kann er da um 9:30 im Garten von Frau Moll die beiden belauscht haben? Hören Sie mir überhaupt zu? Was? Entschuldige bitte.
Doppelzimmer ohne Bad können Sie haben. Ab morgen. Ja, bitte. Herr Basinski? Ja, du. Haben Sie ein Kursbuch? Ja, habe ich. Aber die Pläne für München Hauptbahnhof, die hängen da an der Wand. Ah, danke, Herr. Wollen Sie verreisen? Wenn ich verreisen wollte, würde ich mir das da ansehen. Abfahrt, das ist Ankunft. Ist Herr Flade oben, Herr Basinski? Ja, auf Zimmer 8. Kann ich Zimmer 7 auch mal mitnehmen? Von mir aus. Bitte sehr. Ja. Rein. Herr Flade, der Tipp war gut. Wo ist denn der Urbanek jetzt? Es gibt da ein Café an der Sollner Brücke. Da ist in dieser Woche sein Hauptquartier. Ich kann Sie hinlotsen, wenn Sie wollen. Das hat noch ein bisschen Zeit. Ist das gerade Ihre Schlussabrechnung? Ja. Sagen Sie mal, Herr Flade, was halten Sie von diesem Herrn Basinski da unten? Na? Ich meine, von seiner Wahrheitsliebe. Tja, so genau kenne ich ihn nicht, aber... Er hat doch gesagt, er hat den Toten hier um 0.10 Uhr gefunden, nachdem Sie ihn vom Bahnhof angerufen haben. Ja. Gehen wir doch mal rüber auf 7, ja? Kommen Sie, wir gehen mal rüber. Kommen Sie. Mach mal das Siegel weg. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Flade. Danke. Nein, besser hier, ja? Ja. Also, entweder Basinski irrt sich oder er lügt. Mach's mal ein bisschen auf. Also, Sie sind doch gestern mit dem D290 Akropolis von Salzburg gekommen. Planmäßige Ankunft 23.52 Uhr. Wenn ich Ihnen nun sage, dass dieser Zug gestern fast 30 Minuten Verspätung gehabt hat, also erst um 0.20 Uhr da war, was würden Sie da sagen? Habe ich behauptet, dass ich mit dem Akropolis gekommen bin? Entschuldigung, Herr Flade. Ich habe es so verstanden. Aber da sind wir ja schon wieder einen Schritt weiter. Sind also früher von Salzburg gekommen. Demnach mit dem Tauernexpress um 20.38 Uhr. Was haben Sie denn von 20.38 Uhr bis 0.10 Uhr gemacht? Tja, da müsste ich erst mal überlegen. Wir werden Ihnen dabei helfen, Herr Flade. Wir werden jeden Ihrer Schritte rekonstruieren. Minute für Minute. Angefangen bei Ihrer Schwester in Salzburg. Darf ich mal einen Schuh von Ihnen haben? Ja, natürlich. Nein, den linken bitte. Bitteschön. Diese Erdreste zwischen den Profilen. Wollen wir wetten, dass das Gartenerde ist? Aus dem Garten hinter dem Bungalow bei Frau Moll? Doch, doch, Herr Flade. Unser Erkennungsdienst ist gerade dabei, die Spuren zu sichern. Warum haben Sie von der Flasche die Fingerspuren abgewischt? Ich wollte ihn nicht töten. Ich habe ihn ja... geliebt, ich weiß. Sie wollten ihn nur zur Rede stellen, wegen Frau Moll. Hat mich ausgelacht. Du armes Schwein, hat er zu mir gesagt. Du weißt ja nicht, was wir versäumt haben. Dieser schäbige Ersatz, hat er gesagt. Da habe ich zugeschlagen. Ich bin dann rausgelaufen, rüber ins Badezimmer. Habe ein Handtuch nass gemacht. Ich wollte ihm helfen. Dann musste ich warten, weil jemand von unten hochkam. Als ich zurück ins Zimmer kam, da war er erstickt.
an seinem eigenen Blut. Ich weiß gar nicht, ob der D-Zug 290 Akropolis, ob der Verspätung hatte gestern, Herr Flade. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Kommen Sie.